Alle unsere Objekte haben jetzt Collider, alle, wo unsere Spieler vorbeikommen können. Wobei der Mesh Collider, der schmiegt sich an das Mesh an von den Teilen, die wir da gebaut haben. Also hier modelliert er eigentlich die ganze Oberfläche mit und das brauchen wir eigentlich gar nicht. Und ich habe jetzt erfahren, dass Unity das mittlerweile kann, mehrere gleiche Collider übereinander zu stapeln. Dann ersetze ich die komplizierten Mesh Collider hier durch einfachere. Ich gucke mir da die Objekte an, die ich ersetzen muss. Ich muss eigentlich nur die Objekte ersetzen, die oben sind, weil unten, da laufe ich ja nicht drauf rum. Und die Rampe. Schaue ich mir das mal an. Hier dieses Teil. Da ist ein Mesh Collider, den sehe ich so gar nicht, weil er sich im Prinzip so nah an alles dran spannt, was mich interessiert. Also die ganze Geometrie. Ich sage hier Remove Component, dann ist der Mesh Collider weg. Ich mache einen Box Collider hin, den sehe ich jetzt hier. Und deswegen bin ich beim ersten Versuch die Rampe nicht raufgekommen, weil der Collider hier diese ganze Kiste bespannt. Jetzt kann ich aber hier sagen, Edit Collider und kann jetzt zum Beispiel diesen Collider nur auf die linke Seite so in etwa beschränken. Das ist nicht kritisch, wie ich das mache. Wenn ich jetzt hier rauflaufe, würde ich allerdings hier durch den Boden fallen. Und deswegen mache ich da einen zweiten Box Collider dran, den ich auch wieder editieren kann. Na, ich will nicht den hinteren. Ich will, wenn es geht, den oberen erwischen. So. Da gucke ich mal ein bisschen von der Seite hin, wie der aussieht. So, also da fällt dann keiner mehr durch. Und wenn ich das jetzt geändert habe, dann muss ich nur hier sagen, Apply, um das bei diesem einzelnen, von diesem einzelnen Element zurück zu übertragen auf unsere Assets und von den Assets dann wieder auf die ganzen Verwendungen dieser jeweiligen Assets. Damit müssten jetzt die ganzen anderen Teile hier auch zwei Box Colliders haben. So, die Bodenplatten, die stimmen schon. Das heißt, ich habe jetzt den Rail 1 gemacht. Jetzt muss ich mal so ein Eck suchen für ein Rail 2. Da sowas hier. Das wird dann ein bisschen komplizierter noch, weil ich da eigentlich bräuchte ich dafür drei Collider, aber wahrscheinlich immer noch weniger Arbeit für die Game Engine, drei Box Collider zu rechnen als einen einzigen Mesh Collider. Ein bisschen näher dran. So, also machen wir die Box erstmal von oben flach, dass da nichts durchfällt. Holen uns nochmal einen Box Collider. Sagen nochmal Edit. Nehmen den für die Rückwand. So, nehmen nochmal einen Box Collider. Hier sagen Edit, nehmen den für die Seitenwand, wie haben wir das denn da gemacht? Na, so, das ist nicht ganz so tragisch, wie wir den da hin. Na. Jo, also, den lassen wir mal so. Das heißt, wir haben jetzt den Zweier. 1, 2, jetzt brauchen wir den 2b. Das wäre dann so einer. Alt, was habe ich jetzt gerade falsch gemacht? Hier habe ich vergessen, das auf die anderen Prefabs anzuwenden. Hier machen wir die Komponente weg. Gucken uns den mal ein bisschen genauer an. Machen einen Box Collider dran. Editieren den. Das wird unser Boden zunächst. So, dann haben wir noch einen Box Collider dran. Editieren den. Das wird unsere linke Seitenwand. Noch ein Box Collider dran. Editieren den. Das wird unsere, ja, sobald ich da hinsehen kann, wird das auch unsere rechte Seitenwand. So.
Jo. Auf die anderen anwenden. Das heißt, ich habe Rel 2b. Habe ich überhaupt ein Rel 3 irgendwo verwendet? Gucken wir mal hier, ob ich eins verwendet habe. Na, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich da ein Rel 3 überhaupt irgendwo habe, weil das müsste ja dann so ein Insel sein. Na, wenn nicht, wird mir das wohl beim Spielen auffallen. Was mir aber auffällt, ja, ich sehe da hinten, da habe ich eine offene Seitenwand hingesetzt. Das heißt, ich habe da ein Stück Geometrie genommen, das nur links und rechts geht, aber auf der Seite nicht zu ist. Den mache ich mal schnell weg und mache dafür so einen geschlossenen hin. Den da. So. 0, 2,5 minus 22. So, wie sieht er jetzt aus? Der geht da hinten rum. Jetzt muss ich den im Prinzip nach links drehen. So. Das ist jetzt zu. Den kleinen Spalt am Rand, den kann ich mir leisten. Da fällt auch nichts durch. Wie vermutet, da drüben fällt mir auch einer. Das ist der Deckel, den brauche ich nicht. Ich will die Seite haben. So, okay, das ist er. Weg damit. Den Dreier dran. Minus 24. Und auch den drehe ich wieder nach links. So, wie sieht das aus? Gut sieht das aus. So, okay, was fällt mir noch? Ich habe von den hier den Rail 3 habe ich nicht gefunden. Ist mir gerade nicht eingefallen, wo ich den verbaut habe. Da passt der Box Collider, weil man sowieso nicht reingeht. Also die Rampen, da lohnt sich es auch noch, weil wir die relativ oft haben, dass man die einfach rechnen können. So, wo haben wir denn eine? Nehmen wir die hier mal markiert. Da oben gerade die Ramp 1. So. Okay. Da ist ein Mesh Collider drauf. Da bin ich jetzt so faul, dass ich den, glaube ich, drauf lasse. Weil Box Collider müsste ich wieder drehen. Das hat eine Außenwand, der hat eine Unterseite. Und hier brauche ich ohnehin drei Box Collider. Also hier lasse ich mal die Faulheit gewinnen. Habe noch zwei Löcher in meiner Geometrie repariert. Und damit müsste ich eigentlich auf meinem Objekt überall rumrennen können.